Ja, kommen wir mal zurück. Vertragsverlängerung heute gespielt, glücklich. Freut sich schon Anfang Juni im Höhenberg zu spielen. Absolut. Zum Spiel heute, ich würde sagen, so eine Art wilde Maus spielen, ne? Ja, klar. Also ich finde, wir haben super angefangen, ersten 20 Minuten, überragend gespielt. Ja, der Philipp hat angefangen, ne? Super Tor gemacht, wirklich überragend. Und dann haben wir noch einen Elfmeter. Den machen wir leider nicht rein, aber dann kriegen wir es 1-1. Aber zum Glück vor der Halbzeit noch die rote Karte. Und dann haben wir es ganz gut runtergespielt bis zum 2-1. Kassieren dann wieder ein blödes Tor, wie du schon sagst, ne, hin und her. Aber am Ende 4-2 gewonnen. Und das ist die Hauptsache. Die Hauptsache, ne? Toller Abschluss, tolle Rückrunde. Ne? Schönes Wetter, jetzt trinken wir noch ein bisschen was. Glücklich, dass du unterschrieben hast. Die Fans freuen sich, dass du hier bleibst in Düren. Ja, ich fühle mich super wohl, 2 Jahre. Und ich freue mich auf die Zeit. Höhenberg ist ein Thema jetzt für die Mannschaft, ne? Ja, klar. Also ich denke mal, wir haben jetzt erstmal 7 Tage frei, können uns ein bisschen erholen. Und dann geht es aber weiter, Vorbereitung auf Viktoria. Ja, wird ein überragendes Spiel. Und ich hoffe oder ich denke, dass wir da auch noch eine gute Rolle spielen werden. Gute Rolle. Habt ihr denn was Besonderes im Programm jetzt in der Vorbereitung? Ist ja Drittliga, ne? Ja, gut. Aber wie gesagt, versuchen wir uns jetzt zu erholen. Soll nochmal ein Bus sagen, dass es hier ganz vorne normale Vorbereitung leckere Bratwürste gibt, ne? 2 Wochen. An unserem Grillstand. Und dann geben wir 100%. Also, Getränke und Grillstand.